Frau Präsidentin, verehrte Kollegen, werte Arbeitnehmer im Land. Die Ampelkoalition hat etwas Seltenes vollbracht. Sie hat das bestehende Problem tatsächlich korrekt erkannt. Hört, hört. In Deutschland leben 13 Millionen Menschen mit einer Beeinträchtigung, darunter 8 Millionen Menschen mit einer Schwerbehinderung. Und nach Angaben des Statistischen Bundesamtes waren 2021 lediglich 57% der Menschen mit Behinderung zwischen 15 und 64 berufstätig oder suchten nach einer Tätigkeit. Hier ist einiges Gutes zu tun. Aber ich sage Ihnen auch, der Gesetzentwurf ist trotz richtiger Ansätze nicht zur Gänze zu gebrauchen. Und dies sah wohl auch die Regierung so. Und sie versucht, diesen schwachen Gesetzentwurf mit einem eigenen Änderungsantrag zu verschlimmbessern. So ist es. Der Gesetzentwurf verharrt im alten Modell der nicht funktionierenden Bestrafung von Arbeitgebern bei Nichteinstellung von Menschen mit Behinderung, in dem ein höherer Ausgleichsbeitrag eingeführt werden soll. Es fehlen schlichtweg Anreize für die Arbeitgeber zur vermehrten Einstellung von Menschen mit Behinderung. Und auch wird für die Arbeitgeber bei der Einstellung die mitentscheidende konjunkturelle Lage überhaupt nicht berücksichtigt. Und da setzen wir als Alternative für Deutschland an, immer da, wo der Schuh drückt. Wir fordern eine neue Konzeption der Ausgleichsabgabe in Form eines Bonus-Malus-Systems und ein betriebliches Eingliederungsmanagement. Fasst man unsere Ansätze zusammen, stelle ich fest, dass unser Antrag die Schwachpunkte des Ampelentwurfs gerade behebt und überwindet. Unsere Bonus-Malus-Regelung ist erstens unbürokratisch ausgestaltet. Durch diese Bonuszahlung wird für den Arbeitgeber die Einstellungsfragen von Menschen mit Behinderung bedenkenswerter. Das Freikaufen wird endlich unrentabel. Und zweitens, die Regelungen entlasten Arbeitgeber bei den Einstellungsüberlegungen vom Druck der konjunkturellen Lage. Eine Kosten-Nutzen-Analyse fällt durch die Bonuszahlung nicht mehr zulasten der Menschen mit Behinderung aus. Und die AfD stärkt damit die gesamtgesellschaftliche Aufgabe der Inklusion. Inklusion. Damit will sich ja die Linkspartei kümmern. Aber ich muss Sie enttäuschen, meine Damen und Herren von den Linken, Ihr Antrag ist ungenügend. Das mag daran liegen, dass sich Ihre Partei in Selbstauflösung befindet. Aber ich sage Ihnen auch, interner Hader ist keine Entschuldigung für eine karge Arbeitsleistung. Ich sage Ihnen in der gebotenen Kürze, wo bei Ihrem Antrag das Problem liegt. Ihr Weltbild beinhaltet ideologisierte Naivität. Doch es wird so getan, als ob jeder Mensch mit Behinderung ohne Feststellung seiner Qualifikation, seiner Leistungsfähigkeit, seiner Belastungsfähigkeit einen Arbeitsplatz auf dem freien Arbeitsmarkt erlangen könnte. Machen wir uns doch nichts vor. Das gelingt ja nicht mal Menschen ohne Behinderung, diesen Arbeitsplatz zu erlangen. Für Menschen mit Behinderung ist es vielmehr wichtig, einen passgenauen Arbeitsplatz zu finden und der seiner Behinderung entsprechend ausgestattet wird. Dies erfordert bessere Anreize für Arbeitgeber und die breit aufgestellten Beratungen für alle Beschäftigten. Es gibt somit nur mit dem AfD-Antrag in angemessenem Umfang. Wir enthalten uns daher beim Gesetzentwurf der Regierung sowie beim Antrag der Linken und der CDU. Ich sage Ihnen eins, offensichtlich gilt einmal mehr das gute alte AfD-Sprichwort, sozial sein, ohne rot zu werden. Dankeschön. Das Wort hat der Kollege Jens Beek für die FDP-Fraktion.